Und so gerade A, Bruder. Hilf mir, Slow Radio. Und wie episch ist das? Bam! Explodiert nicht? Nein? Oh, schade. Das wär's jetzt gewesen. Tot? Nicht doch. Mutter! Mutter! Lilly! Wie seltsam. Du wirst auf einmal alles andere als hässlich auf mich. Alter, ist das traurig. Was? Was passiert hier? Es lief doch gerade so gut. Natürlich. Stürzt Brummleger jetzt auch noch in die Angelegenheit. So viele Anego. So, Galileo, rette uns. Ja, die Noa. Was mit ihr passiert ist, ist sie verschwunden. Ich bin die Treppen heraufgekommen, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Und was finde ich da? Das legendäre Pokémon. Und so ein mysteriöses Loch, das sonst wohin führt. Ich bin jedenfalls froh, euch unbeschadet anzutreffen. Hapu ist Mutter tot. Hey, Großer, mach dich doch mal nützlich und trag die Dame hier. Sie ist zwar unverletzt, aber äußerst geschwächt. Wir müssen uns jedenfalls schnellst um sie kümmern. Okay. Also scheinbar nicht tot. Zwergfürst, du hast Lilly dabei geholfen, ihr Ziel zu erreichen. Gut gemacht. Du auch, Lilly. Pampros und ich warten unten auf dich. Kommt einfach zu uns, wenn du soweit bist. Achso, komm einfach. Gut, wieder. Einmal ein Part verlesen. Na gut, zweimal. Ach, komm, war so perfekt, der Part. Danke, Hapu. Sol Galileo, eigentlich wollte ich dir helfen, wieder in deine Welt zurückzukommen. Stattdessen hast du mir ständig geholfen. Wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Galileo! Was hast du? Ich glaube, ich weiß, was du uns mitteilen möchtest.
Du möchtest die Reise zusammen mit Zwergenfürst und mir fortsetzen, stimmt's? Ja, ja. Wusste ich es doch. Ich bin ja schließlich auch schon eine ganze Weile an deiner Seite. Du bist so etwas wie Familie für mich. Da weiß man eben, was der andere denkt. Und ich muss sagen, es geht mir auch genauso. Alolas Inseln zu bereisen und dabei all diese Bekanntschaften zu machen. Professor Kukui und Professor Burnett, Inselkönigin Halla und seine Enkelin Tali und Zwergenfürst, der ohne zu zögern eingeschritten ist, um dich zu retten, als dich die Habitat angegriffen haben. Und das war längst nicht alles. Ich weiß natürlich nicht, was das für eine Welt ist, in der du bisher gelebt hast, aber ich kann schon verstehen, dass du auch Alola, unsere Welt hier, kennenlernen möchtest. Halla hat es ja immer schon treffend gesagt, neue Begegnungen mit Pokémon und Menschen machen das Leben erst so richtig spannend. Ladio. Doch du kannst nicht mit mir auf Reisen gehen. Ich bin kein Trainer. Ich kann dich nicht die Abenteuer bieten, die du so gerne erleben möchtest. Und in Sachen Pokémon-Kämpfe kann ich dir erst recht nicht helfen. Zwergenfürst, darf ich dich um etwas bitten? Würdest du gerne mit meinem Freund antreten und mich und ihm in einen Pokéball ein Zuhause geben? Es möchte diese Reise mit dir fortsetzen und so viel von Alola sehen wie irgend möglich. Bitte gewähre ihm diesen Wunsch. Von Herzen gerne. Lalino. Wir fangen doch noch das Solgaleo. Und wäre ja auch schade drum, wenn wir es nicht tun würden. Solgaleo. Nicht wild erscheint, sondern legendär. So, Level 55. Wie sieht's aus? Ist es denn möglich? Ich würde mal sagen, jedes Pokémon, was hier von Solgaleo geschlagen, also besiegt wird, ist tot, unwiederbringlich rettbar. Mach ich mal so, damit das Ganze auch noch Spaß macht. Also, unter dem Motto
fang es, besieg es oder stirb. Und sie werden es, glaube ich, fangen. Ich bin am Überlegen, kann ich es riskieren, mit Lea zu kämpfen? Eigentlich nein. John würde ich gerne gegen ihn kämpfen lassen. Er ist Level 56 und ihm eigentlich gewachsen. 10 Kopfstoß. Hat keine Wirkung. Okay. Besiegen wir ihn wohl kaum. Setz einmal da Clariat ein. Stahlgestirn. Volltreffer. Okay. Da, Clariat, bitte nicht besiegen. Gut. Einen Neuantrag können wir uns nicht leisten. Wäre natürlich cool, den mit einem Pokéball zu fangen. Versuch's mal mit einem Pokéball, das ist natürlich Premium. Das legendäre Pokémon mit einem Pokéball zu fangen. 2, 3 und ja, geil, wir haben Solgaleo mit einem Pokéball gefangen. Das ist nice. Nicht mit einem Meisterball, den nehmen wir uns für ein anderes Pokémon aus auf. Finden wir vielleicht noch eins, vielleicht eine Ultra-Bestie, wenn wir die mal begegnen. Für Solgaleo wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Und nein, wir werden ihm keinen Spitznamen geben. Halte ich nicht für geeignet. Los, die Pose. Und der Ruf. Und weiter. Nein, möchte ich nicht. So, welches Pokémon wird heute unser Team verlassen? Eine sehr, sehr, sehr schwere Entscheidung. Lea, die vierte, ist das schon mal nicht. Das ist mittlerweile unser Maskottchen geworden. Das würde ich so gerne drin behalten. John bleibt als Starter-Pokémon auch erhalten. Selbstverständlich Lucas und Ben. Dream Team bleibt mit Sohn. Ich kann meinen Pikachu einfach nicht weggeben und ein Mimigma auch erst recht nicht. Quaiotsu, unsere Erinnerung an die Pokémon Sonne Demo Version bleibt natürlich auch erhalten. Da bleibt uns nur eine Möglichkeit. Robin, mach's gut. Robin und willkommen im Team Solgaleo. Solgaleo, nein, Wölkchen, Zwergfürst ist ab jetzt dein Trainer, so etwas wie dein Vater, er wird sich gut um dich kümmern, dass du mir also schön auf ihn hörst. Ach, Wölkchen hätte ich ihn nennen können, ja gut, das ist vorbei, das wäre natürlich toll gewesen, das Solgaleo Wölkchen zu nennen. Das ist, vielleicht haben wir irgendwann mal Namensbewerter. Ich fürchte zwar nicht hier in Alola, aber ja gut, die Chance hatten wir. Ich konnte letzten Endes kaum etwas für dich tun, aber ich bereue es keine Sekunde, dich mitgenommen zu haben. Freue dich darauf, ab jetzt mit Zwergfürst die weite Welt zu entdecken. Du wirst an seiner Seite andere starke Trainer treffen und spannende Kämpfe gegen mächtige Gegner erleben. Zwergfürst kann dich all die Wunder zeigen, die diese Welt zu bieten hat. Zwergenfürst, ich weiß, dass du wirklich gut trainieren wirst. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Was mich betrifft, ich werde an Mutters Seite bleiben. Ihr Zustand bereitet mir große Sorgen. Thank you.
Völkchen, dass du mir schön in deine Brockweil bleibst, hörst du? Da kannst du nicht immer herausspringen, wie aus meiner Tasche. Und vergiss nicht, wie stark du geworden bist. Geh vorsichtig mit den Gegnern um, nicht, dass du sie noch verletzt. Ach ja, eins noch, dass du mir ja nicht in diese andere Dimension verschwindest. Da wäre Zwergenfürst bestimmt sehr traurig. Naja. Schon irgendwie. Also gut. Ich gehe dann mal. Alola. Mann, ist das immer eine Qual bis hierauf. Aber eure kleine Show von eben war eine angemessene Entschädigung, würde ich sagen. Wie auch immer, eigentlich bin ich hier, weil ich für dich eine Nachricht vom Professor habe. Wenn du alle Prüfungen auf deiner Inselwanderschaft gemeistert hast, inklusive der großen Prüfungen, warten doch eine letzte Prüfung auf dich, die größte aller Prüfungen. Im Grunde handelt es sich dabei um eine Zeremonie, bei der du alle vier Inselkönige und Königinnen hintereinander bezwingen musst. Sei etwas anders. Ich meine, jetzt, da wir hier in Alola auch eine Pokémon-Liga haben. Also, Junge, ich wäre dir sehr verbunden, wenn du dich zum Fuße des Mount Lanakila auf Ula Ula begeben könntest. Du erreichst ihn über das Dorf der Capri, da wo sie so fleißig gebaut haben. Der Professor erwartet dich bereits dort. Wenn du willst, dann bringe ich dich auch hin. Willst du gleich mit mir mitkommen? Von mir aus? Dann müssen wir nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Machen wir's. Nutzen wir die Gelegenheit. Sehr schön. Gemeinsam zu reisen macht eh viel mehr Spaß. Was? Schon zum Pokémon-Liga? Nein, da müssen wir noch mal ganz kurz umkehren. Das geht nicht so einfach. Ich will jetzt sofort losgehen. So. Scheinbar geht's jetzt gleich zur Pokémon-Liga. Dem finalen Kapitel unserer Reise in Alola. Hier seht ihr mein Team, was antreten wird in der Pokémon-Liga. Ja. Dann werden wir gleich mal starten und uns der Prüfung hingeben. Mount Lanakila. Das sieht schon sehr vielversprechend aus. Aber bevor wir das tun, mache ich mir eine ganz kurze Pause. Ich gönne mir eine ganz kurze Kaffeepause und wir sehen uns dann wieder. Ich habe das jetzt bis jetzt ein bisschen vorproduziert. Ich weiß nicht, wie viele Parts es geworden sind. Bestimmt einige. Aber wir sehen uns gleich hier wieder und dann geht's Richtung Pokémon-Liga. In der letzten Etappe dieser Inselwanderschaft und in der letzten Etappe wahrscheinlich sogar dieses Let's Plays, diese Let's Play-Reihe. Also, ich muss gar nicht. We'll be right back.